Bitcoin tradet bei 43.350 US-Dollar. Wir haben einen sehr starken Anstieg gesehen und haben eine Bodenbildung jetzt reingekriegt, die uns jetzt hier nochmal einen weiteren Preisanstieg durchaus bescheren könnte. Wie das Ganze aussieht, erfährst du auf jeden Fall in diesem Video. Und wir müssen uns heute auch wichtige Informationen anschauen. Wie sieht es denn mit der Liquidität aus? Hat sich da was getan? Größere Positionen, die über uns nämlich hier in unserem Markt drin waren, wurden rausgenommen. Das heißt, hier über uns ist kaum Liquidität vorhanden. Des Weiteren müssen wir uns anschauen, wo sind denn mögliche Liquidierungen im Markt? Also das heißt, wo werden größere Positionen mit großen Hebel zum Beispiel auf welchem Preislevel rausliquidiert? Und wir werden auch anschauen, wie ich jetzt hier meine Trades plane, denn ich habe einen neuen Trade eröffnet bei meinem Einstieg 39.559 US-Dollar. Dieser ist mit knapp 36.000 Dollar im Profit. Wie ich das Ganze jetzt handhaben werde und wie ich jetzt diesen Markt analysiere, das erfährst du genau jetzt in diesem Video. Ich hoffe, dir gefällt's und wir starten direkt rein nach dem Intro mit der Chartanalyse. Let's go! Gut, also starten wir rein. Wir sind im 4-Stunden-Chart und Leute, ich bin wieder zurück. Wer mich hier vermisst hat, ich war in Shanghai und zwar habe ich nämlich Femex besucht, hatte da ein Meeting mit dem Founder und mit dem COO von Femex. Waren sehr gute Gespräche, aber mein VPN hat nicht funktioniert. Also, das heißt, ich habe euch so gut es geht irgendwie ein bisschen auf den Laufenden gehalten, aber ich hatte nur für zweimal am Tag so für knapp 2-3 Minuten mal ein bisschen eine VPN-Verbindung, also absolute Katastrophe. Aber ich bin jetzt wieder zurück und wir starten natürlich voll wieder durch. Ja, wir werden dann auch jetzt anschauen, wie ich die Trades jetzt hier plane und so weiter und so fort. Deshalb ball auf jeden Fall gerne mal ein Like raus, würde mich sehr drüber freuen. Also, 4-Stunden-Chart, wie du ganz gut erkennen kannst, ist es im Moment so, dass wir hier einen sehr, sehr starken Anstieg wieder gesehen haben und zwar um knapp 5.200 US-Dollar ging es für Bitcoin hier wieder nach oben durch. Das Ganze habe ich dann euch auch hier, so gut es geht, auf Telegram versucht, euch auf den Laufenden zu halten. Das heißt, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ja, oder du zum Beispiel auch nicht gewusst hast, dass ich in Shanghai bin, ja, und gewartet hast, wann kommen endlich wieder die Videos, schau gerne mal rein, unten in der Videobeschreibung in Telegram. Ja, da poste ich das Ganze hier immer, dir wichtige Informationen hier auch dann nochmal rein und das siehst du hier auch nochmal ganz gut, ja, da kommen einfach dann immer die Informationen, die wirklich wichtig und relevant sind, das sind, ich glaube, keine Ahnung, wie sind hier drin, 18.400 Leute sind hier schon mit am Start. Jetzt ist es so, dass wir hier sehr, sehr stark nach oben angestiegen sind, formen aber allerdings sehr starke Vektor-Candles. Du siehst es hier auf dem 4-Stunden-Chart, Vektor-Candle 1, Vektor-Candle 2. Diese Vektor-Candle wurde schon abgeholt mit diesem kleinen Wick. Dann haben wir Vektor-Candle 3, Vektor-Candle 4. Das heißt, unter uns ist es natürlich jetzt so, dass sehr viele Leute hier an diesem Beispiel dann long gegangen sind. Wir haben uns das auch vor 4-5 Tagen angeguckt, habe gesagt, Leute, ja, wenn wir wieder hier diese kleine Konsolidierungsphase nach oben hin durchbrechen und verlassen, ist es wieder sehr wahrscheinlich, dass wir diese Minus Distribution, die wir hier geformt haben, nach oben hin wieder sehr, sehr schnell abbauen. Also so eine ähnliche starke Bewegung sehen nach oben. Und genau das ist dann hier auch passiert. Was sehr spannend war, ist, dass wir auf diese 41.812 Dollar hier durchgebrochen sind und uns auf den kleineren Zeiteinheiten, schauen wir uns das nachher auf jeden Fall gleich dann nochmal an, hier ein bisschen konsolidiert haben. Und zwar haben wir dann hier auch nochmal einen wunderschönen Retest von diesem wunderbaren 41.812 Dollar an dieser Stelle erstmal gesehen. Wenn wir unseren VRVP angucken und unseren VRVP mal anschauen und hier nochmal ein bisschen jetzt rauszoomen, dann sehen wir, dass wir nichts anderes im Moment machen und eigentlich jetzt hier in den letzten paar Stunden gemacht haben, dass wir hier massiv viel Volumen akkumuliert haben. Das heißt, wir sind jetzt genau wieder in dieser Akkumulationsphase, wo wir uns komplett seit dem 5. Dezember eigentlich bis zum 21. Januar aufgehalten haben. Also knappe 1,5 Monate sind wir hier komplett in dieser Sideways Range gewesen. Wir hatten dann mal für eine Woche mal kurz einen Ausflug hier nach oben. Das war kurz vor unserem Entscheid zu unserem Spot ETF und dann hier den Abverkauf. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, der Abverkaufsdruck von Grayscale lässt langsam nach. Ja, das bedeutet, im Moment ist es nämlich so, dass mehr Zuflüsse in diese Spot ETFs reinkommen als
Abflüsse, okay? Das heißt, im Moment fließt mehr Kapital von diesen Spot-ETFs, ja, in den Kryptomarkt als umgekehrt. Ja, zuvor war es so, Grayscale musste Bitcoin verkaufen, weil zum Beispiel die weil zum Beispiel FTX gesagt, jo, wir möchten 1 Milliarde abziehen, oder dann auch die Leute gesagt haben, hey, ich bin so stark im Plus, ja, ich möchte gerne jetzt hier mal auscashen, und deshalb musste dann halt Grayscale sehr viele Bitcoin rüber transferieren zu Coinbase. Aber das lässt jetzt langsam nach. Spannend wird es nämlich dann, wenn das noch weiter nachlässt und dann nur Inflow reinkommt, also nur Kapital in diese Spot-ETFs fließt, ja, wie sich dann das Ganze hier bei Bitcoin verhält. Persönlich würde ich jetzt sogar sagen, wir sind auf bestem Weg, auf dem 4-Stunden-Chart hier oben reinzukommen, um diese Imbalance hier nochmal zu fischen, nämlich der erste größere Abverkauf, den wir dann hier oben wieder gesehen hatten, und zwar von knappen 46.000 US-Dollar bis runter zu knappen 44.000 Dollar. Das heißt, auch hier, wenn wir hier oben wieder reinkommen, und ich spreche von knappen 44.000 Dollar, wenn wir über 44.000 Dollar kommen, wird es für Bitcoin auch hier wieder sehr, sehr schnell gehen. Ein ähnliches Szenario, wie wir hier unten gesehen haben, um zwar am Freitag um 9 Uhr. Das ist durchaus denkbar, dass wir das hier oben dann sehen, wenn wir über die 44.000 Dollar kommen. Ja, dann wird es relativ schnell hier oben reingehen Richtung Wochenchart-Widerstand, der bei knapp 46.827 Dollar liegt. Das ist dann hier auch nochmal, ja, genau das, wo wir wirklich sehr, sehr starke Probleme an dieser Stelle erstmal hatten. Weiterhin auch nochmal hier. Technisches Preisziel wäre auch weiterhin hier oben einmal, nämlich hier unsere wichtige Vektorkerze, und zwar nämlich von knapp 50.718 bis runter zu 49.472. Diese Imbalance, das wäre dann hier oben wieder ein sehr, sehr spannendes Target. Jetzt wirst du dich aber fragen, okay, ja, wie sieht es jetzt hier erstmal mit den Indikatoren aus? Die Indikatoren sind auch weiterhin jetzt bei Bitcoin sehr, sehr bullish geswitcht. Wenn du dich daran erinnern kannst, nämlich letzte Woche am Donnerstag mit unserem Update-Video habe ich darauf hingewiesen, dass wir hier den schönen doppelten Boden reinkriegen können mit einem bullischen Cross an dieser Stelle. Genau das ist dann hier auch jetzt passiert. Wir sind wieder ins Positive nach oben geswitcht. Wir hatten hier die Möglichkeit für die Bären, das Ganze dann hier nochmal nach unten zu drücken. Das heißt, eine Trendumkehr einzuleiten mit dieser kleineren Bewegung, die wir hier oben sehen. Können wir uns mal hier nochmal genauer angucken, damit es auch verständlich ist an dieser Stelle. Und by the way, wenn du hier neu auf dem Kanal bist, lass doch gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Wir starten wieder voll durch. Jeden Tag gibt es jetzt wieder Updates, damit du so eine wichtige Marktphase nicht verpasst und am besten davon profitieren kannst. Jetzt ist es nämlich dann hier so gewesen, wir hätten den Bären eigentlich die Chance gegeben, hier wieder eine Trendumkehr einzuleiten, um diese Vektorkerze hier abzuholen, haben das Ganze dann aber hier nicht geschafft. Das heißt, die Bären hatten nicht genug Power, um den Kurs hier unter die wichtigen EMAs zu drücken, und die EMAs geben uns massiven Support, muss man dazu sagen. Ihr seht es auch hier nochmal am Volumen. Es ist eigentlich in den letzten paar Tagen nur Kaufvolumen reingekommen. Und jetzt Achtung, deshalb ein bisschen vorsichtig sein. Bei unserem RSI sind wir jetzt wieder in den überkauften Bereich. Immer wenn Bitcoin mit unserem RSI in den überkauften Bereich war, okay, dann bedeutet das eigentlich immer nichts Gutes. Das bedeutet nämlich für uns, dass wir dann immer danach nochmal eine sehr, sehr starke Korrektur gesehen haben, wenn wir in diesen überkauften Bereich hier reingekommen sind. Also seid da auf jeden Fall erstmal sehr vorsichtig. Auch hier waren wir eine längere Zeit im überkauften Bereich. Was ist passiert? Wir wurden nochmal sehr, sehr stark nach unten hin abverkauft. Deshalb bei sowas immer den RSI anschauen. Wenn der RSI im überkauften oder im überverkauften Bereich ist, dann heißt es wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Da kann man dann aber auch sogar nochmal planen, seine Positionen zu compounden, je nachdem, wo die Reise hingeht. Ich persönlich kann mir vorstellen, zwecks RSI und so weiter, dass wenn wir jetzt hier nicht sofort diesen Move nach oben hin hier schaffen, was ich euch gerade eben erklärt habe, ja, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit dann nochmal hier nach unten gehen, um diese wichtigen EMAs hier anzulaufen. Das heißt, wir haben ja hier unseren 200er EMA, der sehr, sehr starken Widerstand uns gegeben hat. Sieht ihr hier nochmal, Widerstand einmal hier, dann ist er zu Support geworden, dann war es hier Konsolidierungsphase, auch nochmal Widerstand. Und der 100er EMA hat uns die ganze Zeit nach oben gepusht. Das heißt, wir sind hoch, 200er EMA, 100er EMA. Über den 200er EMA Support, dann wieder runter, 100er. Dann wieder runter, 100er. Und beim letzten Support auf den 100er EMA und den 41.812 US-Dollar ging es wirklich rasant hier nach oben einmal
mal durch. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal an, wie sieht es denn im Moment überhaupt mit den News aus und mit den möglichen Liquidations, weil bei den Liquidations wird es nämlich jetzt langsam interessant. Und zwar siehst du hier eine Grafik, die uns ganz genau zeigt, wo auf welchem Preislevel wurden denn größere Positionen aufgemacht mit größeren Hebel. Okay, das heißt für uns, wir sehen im Moment eigentlich bis runter zu 39.000 US-Dollar, dass ein massiv großer Block hier aufgemacht worden ist. Das heißt, jeder kleinste Strich hier, vor allem diese violetten Farben oder diese lila-pinken Farben, ja, das sind Positionen mit 100x, okay? Also das heißt, hier haben Leute wirklich massiv große Positionen aufgemacht mit sehr, sehr großen Hebel. Das wissen natürlich auch die Market Maker. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir in dieses Preislevel hier unten wieder reinkommen würden, also zwischen, sagen wir mal, 41.500 und 40.000 US-Dollar, würden diese Positionen komplett rausliquidiert werden. Ihr seht auch einen kompletten Switch von unserem positiven Momentum jetzt hier rein in ein positives Delta. Ja, das heißt, wir hatten davor ja ein sehr negatives Delta, ja, wo ich dann auch nochmal gedacht habe, okay, wir fallen nochmal runter auf unsere 38.000 Dollar vielleicht. Ja, aber da haben wir genau das Gegenteil gesehen, sehr gutes Volumen ist reingekommen und wir haben jetzt ein positives Delta. Es heißt, es sind jetzt, stand jetzt wieder mehr Leute long als short. Ja, und da muss man wirklich sehr aufpassen. Was allerdings spannend ist, auch über uns sind immer noch sehr viele Leute short. Das liegt zum einen daran, dass wir ja immer noch von diesen sehr, sehr starken Down-Bewegungen kommen. Ja, also genau von diesem Bereich hier. Und hier liegen halt immer noch massiv diese Short-Positionen. Auch hier knapp über uns liegen noch diese massiven Short-Positionen. Und die siehst du nämlich hier. Ja, von 43.000 bis hoch zu 45.000 US-Dollar. Also passt auch hier ganz gut. Ja, 43.000 Dollar, da sind wir eigentlich jetzt genau an diesem Anfang. Bis 45.000 wäre nichts anderes als genau diese Zone hier. Ja, und das ist genau da. Da kommt es alles Jahreshoch rein, da kommt auch hier die Imbalance rein. Also, ihr seht, ja, würde auf jeden Fall auch nochmal einen kleineren Sinn ergeben, hier diese Bewegung hier oben nochmal reinzulaufen von den Market Makern. Jetzt gehen wir noch kurz rein. Schauen uns das Ganze dann aber auch nochmal an, wie sieht es denn jetzt hier mit meinen Trades aus? Und zwar bin ich bei 39.559 US-Dollar nochmal long gegangen und zwar genau bei meinem Abflug, was ich dann hatte am Donnerstagabend. Warum habe ich das Ganze gemacht? Das werde ich dir nämlich jetzt hier einmal erklären und zeigen. Und zwar ist es nämlich so, dass wir hier in dieser Konsolidierungsphase waren, nämlich genau hier in diesem Bereich. Und auf dem 1-Stunden-Chart wird das Ganze für dich jetzt hier nochmal etwas deutlicher werden. Und zwar habe ich nämlich genau hier einen Long Trade eröffnet. Warum habe ich das Ganze gemacht? Weil wir euch hier einen kleineren doppelten Boden reingekriegt haben und ich ganz genau gesehen habe, okay, wir machen im Moment keine tieferen Tiefs. Der Kurs erspitzt sich langsam jetzt hier nochmal zu. Wir testen hier oben wieder die ganze Zeit den 100er EMA. Für mich ist das auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, um hier eine Long Position zu eröffnen mit knappen Stop Loss hier drunter. Ja, das bedeutet, ihr müsst dann natürlich auch immer schauen, wie euer Stop Loss ist. Wichtig, ja, knappe 5% für einen Daytrade riskieren. Wenn ihr natürlich dann der Meinung seid, okay, euer Risk Management ist anders, dann riskiert das Ganze im Moment anders. Ja, das ist wirklich dann hier auf euch hin überlassen. Das heißt, ich persönlich habe dann den Stop-Loss sogar nicht mal hier runtergesetzt, sondern ich bin ja bei 39 irgendwo hier, bin ich long gegangen. Wo habe ich meinen Stop-Loss drunter gesetzt? Ich habe meinen Stop-Loss erstmal drunter gesetzt unter diese ganz kleinen Wicks hier. Ja, weil ich gesagt habe, hey, wenn wir hier wieder unten reinkommen in diese Zone, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese bricht und wir unten hier reingehen. Ja, das heißt, ich habe gesagt, okay, wir ziehen uns massiv zusammen, die EMAs sind zusammen, 100er EMA dann hier auch nochmal dann in der Zukunft klar angelaufen. Also war für mich hier an dieser Stelle wirklich am Donnerstag Nacht hier der perfekte Einstieg und deshalb bin ich dann hier nochmal long gegangen, was jetzt hier sich auch sehr für die richtige Entscheidung das Ganze nochmal hier mir bestätigt hat. Das heißt, wenn du auch traden möchtest, schau gerne unten rein, Famex und bei BitGet, da gibt es wirklich einen sehr, sehr geilen Bonus, deshalb schau unten gerne rein. Die Position bleibt weiterhin offen. Ich werde da aber auf jeden Fall Profite realisieren. Ich werde nicht denselben Fehler machen wie letztes Mal. Wo werde ich Profite realisieren? Bei mir ist es so, dass ich das erste Mal Profite realisieren möchte, wenn wir diese Imbalance hier abholen. Also, das wären bei knapp 45.000
500.000 bis 46.000 Dollar. In diesem Bereich, wenn wir die Imbalance hier oben abholen werden. Jetzt gehen wir aber rein in den 15-Minuten-Chart für euch Daytrader. Da wird es jetzt richtig spannend und interessant werden. Let's go. So, also wir sind auf dem 15-Minuten-Chart und wie du wunderbar erkennen kannst, ist unser Daily Open genau auf unseren M3-Level. Das heißt, genau hier haben wir wundersamerweise jetzt gerade eben sogar wunderschönen Support reingekriegt. Also der Daily Open und unser M3-Level, sehr, sehr wichtiges Level. Und der 50er EMA wandert hier an dieser Stelle auch nochmal mit. Also der 50er EMA wandert hier oben rein Richtung Daily Open, Richtung M3. Sieht da auf jeden Fall, stand jetzt erstmal sehr gut aus. Wir haben den 100er EMA sehr stark unter uns und den 200er EMA. Was mir absolut nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist einmal der dieser Bereich hier. Okay, das seht ihr nämlich dann auch, wenn ihr den VRVP anmacht. Ja, da kommt nämlich, und das ist das Problem, da kommt nämlich jetzt hier eine massive Minus Distribution auf uns zu. Ja, du siehst es hier, das ist ein sehr, sehr starkes Loch. Der größere Volumensupport kommt eigentlich erst wieder rein bei 42.265 US-Dollar. Heißt für uns als Daytrader, sollte dieser Bereich, und jetzt festhalten, von 43.000 Dollar fallen, also dieses Ding hier, okay, sollte das hier brechen, sollten wir unter 43.000 Dollar fallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir hier unten diese Vektorkerzen wieder abholen. Damit musst du als Daytrader auf jeden Fall rechnen. Aber erst, wenn die 43.000 Dollar nach unten hin durchbrochen werden. Des Weiteren ist es so, dass wir jetzt hier auch nochmal eine sehr starke Supportzone reingekriegt haben. Das seht ihr nämlich dann hier nochmal ganz gut. Wir hatten nämlich hier mal so einen kleinen Wick, da sind wir dann hier rein, war Widerstand, war nochmal Widerstand. Und das ist jetzt hier zweimal zusätzlich nochmal als Support geworden. Das heißt, für uns als Daytrader ist dieses Daily Open M3-Level und eigentlich das Level bei 43.300 Dollar heute ein sehr, sehr wichtiges. Das muss halten. Das darf nicht brechen. Wenn das bricht, gehen wir auf die 43.000 Dollar und dann werden wir sehen, was auf unserem 100er EMA passiert, weil dann haben wir diese Vektorkerze abgeholt und auch nochmal eine Etage tiefer die Vektorkerze drunter. Über uns erstmal Widerstand, aber man muss dazu sagen, nicht so krass. Das heißt, dieses Hoch hier, ja, was du hier siehst, ist jetzt nicht so ein krasser Widerstand, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen sehr, sehr starken Wick hätten. Das heißt, an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, wenn wir hier oben reinkommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Bitcoin hier einen kurzen, kleinen Step nach unten macht, aber dann durchzieht Richtung M4-Level und dann hier die erste kleine Vektor-Candle abholt, die ich da dir auch auf dem 4-Stunden-Chart dann hier gezeigt habe, okay? Was müssen wir jetzt beachten? Wir müssen jetzt darauf achten, wenn du keine Long-Position offen hast, wo kann ich denn wieder long gehen? Also das heißt, wo könnte zum Beispiel ein schöner, kleiner, doppelter Boden reinkommen? Erste Möglichkeit wäre natürlich auf unseren Daily Open. Zweite Möglichkeit wäre, wenn wir hier unten reinkommen, Pivot Point, irgendwo in dieser Zone. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Deshalb, man muss da abwarten, wo wir dann hier ein schönes, bullisches Reversal dann erstmal wieder sehen. Das kann durchaus bei unserem Pivot Point sein, kann aber auch erst hier unten bei unserem 200er EMA sein. Wissen wir natürlich jetzt nicht, weil wir jetzt im Moment noch hier oben traden. Ja, das heißt, wenn wir nach unten fallen, wartet auf jeden Fall auf eine kleinere Konsolidierung ab und wartet darauf, dass wir einen schönen doppelten Boden reinkriegen. Das ist dann wieder ein bullisches Reversal, damit der Kurs wieder in die andere Richtung ziehen kann, falls ihr jetzt hier keine Long-Position dementsprechend offen habt. Dann schauen wir uns nochmal hier einmal auch unser Open Interest an. Und man muss auch dazu sagen, das Open Interest ist natürlich jetzt sehr, sehr stark angestiegen. Ist natürlich auch klar, ja, ohne ein starkes Open Interest, Open und öffentliches Interesse und so weiter und starkes Volumen, ja, das in den Markt fließt, gibt es keinen Kursanstieg, ist natürlich auch jedem bewusst. Was halt spannend ist, immer wenn wir ein sehr, sehr starkes Momentum haben, beziehungsweise in diesem Fall ein Open Interest haben, mit das sehr, sehr stark nach oben angestiegen ist, ist es immer so, dass es zu kurzen und kleineren Liquidation Wicks kommt. Und da müsst ihr jetzt aufpassen. Im Moment sind wir noch nicht so krass angestiegen. Man muss allerdings dazu sagen, das sind halt jetzt trotzdem auch hier wieder knappe 200 Millionen, 300 Millionen, was dazugekommen ist, ist auf jeden Fall durchaus einiges. Aber wir hatten nicht so einen krassen parabolischen Anstieg. Ja. Da werde ich dich aber auf jeden Fall auf den Laufenden halten, weil wenn wir hier weiter nach oben gehen sollten und ein gewisses Level nach oben durchbrechen, sagen wir mal ungefähr die 4 Billionen Dollar Marke, dann müssen wir damit rechnen, dass wir einen kleinen Liquidation Wick kriegen
um einfach genau dieses Ding hier wieder rauszunehmen, nämlich die ganzen neuen Long-Positionen, die hier reingekommen sind. Bei Ethereum sieht das Ganze auch ganz okay aus, aber wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart noch nicht über die wichtigen EMAs drüber gekommen. Wir sind weiterhin in einem schönen Aufwärtstrend, auch bei Ethereum. Wichtig wäre, dass wir jetzt hier über 2338 Dollar gehen, auch über den 100er und somit über den 200er EMA. Wenn das passiert, sehe ich Ethereum ganz klar Richtung 2400 bzw. 2450 Dollar marschieren, nämlich genau in diese Zone hier oben rein. Ja, das sieht man dann auch nochmal ganz gut, auch bei Ethereum. Wir haben uns hier unten wunderbar gehalten. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt hier, weil er meinen Kanal verfolgt, auch wunderschön diesen doppelten Boden hier mitgenommen bei Ethereum. Wir haben kein weiteres Tief gemacht. Ja, auch jetzt hier war das ein wunderschöner Long-Einstieg von knapp 7,17%. Das heißt, Leute, nochmal, klar, da draußen ging es wieder ab ohne Ende. Wir werden auf 15.000 Dollar fallen, wir werden auf 20.000 Dollar fallen und so weiter und so fort. Vertraut eurer Chartanalyse, okay? Wenn der Kurs euch sagt, es ist jetzt hier ein guter Einstieg, zum Beispiel mit einem schönen doppelten Boden, was nach einem sehr starken Downtrend kommt, dann riskiert es mit einem kleinen Stop-Loss. Ja, ihr habt da nichts Großartiges zu verlieren. Ihr könnt eigentlich dann nur gewinnen, wenn ihr sowas etwas hier seht. Genau dasselbe bei Bitcoin, okay? Das heißt, bei sowas ist es so, wir als Daytrader, womit sich ja dieser Kanal beschäftigt, deshalb Abo dalassen, damit du nichts verpasst, ja? Wir als Daytrader nutzen uns sowas natürlich aus, um solche Bewegungen mitzunehmen und wir sagen danke für 7,17%, okay? Deshalb bei sowas immer Augen offen halten, egal wie da draußen die Stimmung ist oder sonstiges, wir vertrauen auf den Chart, wir schauen auf den Chart, was sagt uns der Chart? Und wenn der Chart uns sagt, wir werden instant abverkauft die ganze Zeit und kommen in eine Konsolidierungsphase rein mit einem doppelten Boden, natürlich gehe ich dann eine Long-Position ein mit knappen Stop-Loss, weil die Wahrscheinlichkeit für einen Reversal nach oben dann sehr, sehr, sehr hoch ist, okay? Und dadurch machen wir massive Profite, wie du dann hier auch sehen kannst. Ja, der Bitcoin-Trade, der ist jetzt nur 5 Tage offen. Macht mal kurz 36k Profit. Okay, also das ist auf jeden Fall immer, wo man sehr, sehr gute Trades in dieser Marktphase mitnehmen kann. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz Cardano an. Bei Cardano ist es auch so, da haben wir ja auch eine größere Long-Position schon seit längerer Zeit offen. Auch wieder knapp mit 17.000 US-Dollar hier im Profit. Hab hier ja auch schon mal ein bisschen was rausgezogen. Bei Cardano ist es aber so, diese Position möchte ich echt halten, weil das ist für mich ein absolut genialer Einstieg gewesen bei 32 Cent. Und diese Cardano-Position möchte ich eigentlich als eine Long-Term-Position halten, zumindest mal Richtung 1 Dollar. Okay, ihr seht es auch hier. Tageschart Cardano, 100er EMA, wunderschönen Support reingekriegt, sieht sehr, sehr, sehr stark aus. Ja, wenn wir jetzt hier diesen Downtrend auf dem Tageschart, den ihr hier seht, nach oben hin durchbrechen, das heißt 57 Cent nach oben hin durchbrechen, dann werden wir ein neues Jahreshoch bei Cardano sehen und dann werden wir hier auch reingehen, um diese Imbalance abzuholen, die sich natürlich bei unserem letzten Bärenmarkt dann hier geformt haben. Also Cardano auch weiterhin, ihr seht es hier, auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg hier Richtung 1 Dollar weiterhin zu marschieren. Dann würde ich sagen, Freunde, soll es das auch gewesen sein. Wir schauen uns noch kurz die Liquidität an. Und zwar ist es so, dass diese Positionen über uns, die wir erst hatten bei 44.000 und 45.000 US-Dollar, knapp 1.200 Bitcoin und hier nochmal 1.000 Bitcoin, die wurden rausgenommen. Unter uns liegt ein massiver Liquiditätsblock. Das heißt, hier unten im Abstand von eigentlich immer 1.000 US-Dollar liegen sehr, sehr große Positionen. Hier unten liegen auch nochmal knapp 800 Bitcoin in dem Bereich von 35.000 US-Dollar. Ich kann euch aber eins versichern, sollten wir hier oben wieder reinlaufen, über 45.000 US-Dollar, werden langsam aber sicher diese Positionen hier unten wieder verschwinden. Und wir werden dann Folgendes sehen, und zwar werden wir dann nämlich das sehen, dass sehr viele Leute hier oben wieder dann Bitcoin verkaufen möchten und dem Markt wieder Liquidität zur Verfügung stellen. In diesem Sinne soll es das fürs Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, teile dieses Video gerne. Gerne auch abonnieren, würde mich sehr drüber freuen, ist komplett kostenlos. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Dienstag. Hau rein, bis dann, dein Basti. Und morgen gibt es wieder ein Update-Video in alter Frische. Hau rein, bis dann, ciao, ciao.